Sein Name ist Philipp und er weiß mir nicht. Ja. Ich kann kein Blut sehen. Das ist Tomatensaft. Okay. Und wir wollten nur noch zum Abschluss des Videos, beziehungsweise der Videoreihe und des Urlaubs einfach noch zwei Worte sagen. Schön war's. Die Reise unseres Lebens. auf jeden Fall ist uns ein bisschen Drohnenmaterial abhanden gekommen. Aber ich hab Guten Morgen. Die letzte Nacht unseres Urlaubs ist um und ich sitze hier unten vor der Auspustung von der Standheizung. Es war an sich gar nicht so kalt, aber jetzt heute früh früh generell ist das Auto ja immer ausgekühlt. Wir haben sehr, sehr gut und sehr ruhig geschlafen, also ich für mich halt, ich kann für mich sprechen. Hier kam jetzt früh ein Auto, aber nachdem wir wach waren, das steht jetzt hier mit auf dem Parkplatz, aber ansonsten haben wir hier noch nicht so viel von irgendwas mitbekommen. Und wir sind hier an einem See, Philipp zeigt euch das bestimmt gleich. Das Problem ist bloß, dass der Akku von der Kamera sehr schwach ist, den werden wir nachher bei der Fahrt nochmal laden. Auf jeden Fall stehen wir hier an einem See, ein bisschen abgelegen. Ich würde und das Wasser nehmen, den Wasserkanister. Der ist vorne. Ach so. Genau. Wir frühstücken jetzt und dann geht es ja auch schon weiter. Wir haben ja heute noch 490 Kilometer vor uns und ja, genau. Ansonsten wisst ihr jetzt nichts zu sagen, erstmal zu der Nacht oder so. Und wir können euch nachher bestimmt auf der Fahrt nochmal erzählen, wie wir jetzt den Urlaub so wahrgenommen haben, wie wir es uns vergleiche, wie wir es uns vorgestellt haben und wie es in der Realität war und so weiter. Und oder unsere Highlights oder sowas. Genau, aber das machen wir nachher, wenn wir dann fahren. So, jetzt einmal von mir guten Morgen. Ich zeige euch nur eben, sofern es der Akku mitmacht, noch schnell unseren Parkplatz. Also wir kamen hier unten die Straße entlang gestern Abend. Ja, und dann ist hier so ein. Sind hier an der Seite wahrscheinlich die Parkflächen oder an der Seite, oder man kann parken nur in Müll. Ich glaube, das ist ziemlich egal. Genau, dann ist hier ein kleiner See. Man darf allen, also als Kind unter 12. Baden darf man nicht. Ja, dann steht hier noch so eine kleine Brücke drüber über den See, über so einen Bach. Wo es dahinter lang geht, weiß ich noch nicht. Ja, und hier oben sind noch ein paar Bänke. Und unser unser Wasser kocht schon fast. Da oben kommt gerade jemand, wahrscheinlich der Besitzer zu dem Auto. Genau, dann lasse ich jetzt mal das Wasser noch fertig aufkochen. Unser Auto ist schön dreckig. Ja, lasse ich das Wasser fein aufkochen noch und dann frühstücken wir erstmal, ja. So, wir überqueren jetzt schon. Geradeaus. Ja, in Holland. Wir gehen jetzt in einen Supermarkt. Jumbo. Richtig, wir gehen jetzt einkaufen. Ich kann kein Blut sehen. Das ist Tomatensaft. Okay. Ja. Wir sind ganz normal. Wir holen uns jetzt was zum Mittag, essen das dann hier im Auto, fahren dann aber vielleicht hier vom Parkplatz wieder runter, weil falls wir länger als anderthalb Stunden brauchen, müssen wir das bezahlen. Und... Wir haben kein Geld, wir sind arme Studenten. Ich hebe mein Portemonnaie. Okay, du hast dein ganzes Hab und Gut im Bargeld. In Stückgeld. Schrecklich sowas, ey.
Aber dafür kann ich jetzt überall in jedem Automat immer so mit 1 ja. Euro, 2 Euro und gib mir bitte meine, und so. Mein Portemonnaie, falls wir eine Karte brauchen. Ja, müssen wir. Als ob ich jetzt meine 30 kann das Euro sein, in das Stücken ausgebe. Das wäre doch lustig. Okay, wir gehen jetzt auf einkaufen. Geht's. Wir erreichen nach 800 Metern weiter auf A40. In 800 Metern Deutschland, das ist sehr traurig, weil wir wollen nicht nach Hause, müssen aber. Ja, und dann ist es auch gar nicht mehr so weit, wir wohnen ja nicht allzu weit von der Grenze entfernt. Wir müssen zwar jetzt noch durchs Ruhrgebiet und so, weil wir kommen jetzt von unten, aber ja. Das ist jetzt nochmal die Straßenverlauf von A40 von 42 Kilometer voll. So, ich bin jetzt zu meinem Auto, hole auch das allerletzte, was mit hoch muss, hoch, und das sind einfach nur die Kassenzettel vom Tanken, weil ich jetzt zusammenrechnen möchte, wie viel Geld es war und wie viel Liter wir getankt haben bzw. verbraucht haben, und Reis, weil wir jetzt noch was zum Mittag essen wollen und wir oben keinen Reis mehr haben, weil das unser Reis von oben war, aus der Wohnung. Ja, ansonsten ist der Bus leer. Der Tragesitz kommt gleich noch in den Keller. Hier unten ist nichts mehr, die Euroboxen bleiben drin. Tischgestell bleibt natürlich drin, hier oben das natürlich auch, das bleibt aber nicht so. Das wird natürlich noch richtig verstaubt, bevor wir das nächste Mal irgendwo hinfahren mit dem Auto. Ja, hier bleibt so, hier grobe Vorräte bleiben drin. Vorne ist alles weg. Eigentlich schade, Jetpack ist leer, ist aber noch drauf, das wird aber auch noch abgebaut. Das kommt noch im Keller. Traurig. Gleich gibt es noch ein kleines Fazit von uns. Ja, von während sind wir dann oben. Geben euch mal ein kleines Fazit. Also vom Sofa aus, wie es war, was besonders schön war, was vielleicht nicht so war oder so. Mal gucken, was sich da so ergibt. Genau. Dann gibt es noch einen Kilometerstand. Wir haben jetzt 275.263. Unten stehen als sozusagen aktuelle Kilometer 1.768. Der setzt sich bei 2.000 immer zurück, hat sich zweimal zurückgesetzt, das heißt, wir haben 5.768 Kilometer gemacht. Finde ich ziemlich viel, also, aber hat Spaß gemacht, also war, hat sich nicht zu viel angefühlt am Tag. Wir waren ja, ich glaube, in der Schweiz bei ziemlich genau 4000 Kilometern oder so. Und das hat sich gefühlt mehr an, nach mehr angefühlt. Obwohl es auch nur 16 Tage waren. Und also war dieselbe Zeit. Deutlich weniger Kilometer, also 2500 Kilometer wenig. Nein, dann war es wieder knapp um die 4000. Jetzt haben wir fast 2000 Kilometer weniger. Und das hat sich aber nach fast mehr angefühlt. Also es war fahrerig anstrengender, möchte ich behaupten. Aber ich glaube, es war auch das erste Mal, dass wir alle so viel dauernd gefahren sind. Ja, wobei, Schweden war ich auch mal viel. Na, ist aber egal. Jedenfalls, Urlaub ist vorbei. Ist echt schade, obwohl ich mich auch wieder auf die Arbeit freue. Hallo Schlumpf. Grüße. Guten Mittag, der Karl ist so ruhig. Guten Tag zum zweiten Mal. Ach stimmt, du hast ja schon was gefilmt, da kommt ein Bein. Hi. Na? Wetten, er hat jetzt eine volle Winde. Ja. Wir Karl, sind, kommst du mal bitte her? Wie ihr seht, wieder zu Hause. Er ist noch nicht fertig. Ach so. Dann mach erst fertig. Und wie ihr hört, läuft der Staubsauger. Wie ihr nicht hört, läuft die Waschmaschine. Zum Glück hört man das hier nicht. Der Trockner. Ach, werdet ihr ganz unten in der
bei unseren unteren Nachbarn in der Wohnung, vielleicht will man das hören. Nee, ich glaube nicht, die ist so leise, es vibriert jetzt auch nichts mehr. Ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall, habt ihr ja schon gesehen, Philipp hat ja gezeigt, der Bus ist leer. Jetzt kümmern wir uns halt noch um die Wohnung, also haben jetzt hier nochmal sauber gemacht. Ja, gerne, meinetwegen. Dann ziehen wir in den Bus. Das wäre so schön. Und wir wollten nur noch zum Abschluss des Videos, beziehungsweise der Videoreihe und des Urlaubs einfach noch zwei Worte sagen. Schön war's. Ja, das auf jeden Fall. War gut, so spontan. Ja. Es war ein echt toller Urlaub. Oh, das ist auch toll. Okay, da müssen wir uns jetzt beeilen. Der Karl hat seine Windel gefüllt. Es war ein echt toller Urlaub. Ja. Da ich ehrlich gesagt ohne jegliche Erwartungen an den Urlaub rangegangen bin, weil ich mich halt ungefähr gar nicht zu Spanien informiert hatte und auch überhaupt nicht wusste, wie es dort landschaftlich aussieht, war das für mich umso krasser. Und das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich glaube, es ist halt echt cool, wenn man irgendwo hinfährt und gar keine Vorstellungen hat oder überhaupt nicht darüber nachdenkt und sich auch im Internet nichts anguckt. So. Also klar, man kann ja einzelne Objekte, so wie Lost Places oder so, raussuchen, aber das hat ja in dem Fall halt einfach Philipp gemacht und ich hatte überhaupt nichts in meinem Kopf. Ich hatte einfach nur, war ich das? Ich habe, glaube ich, gesagt, lass uns nach Spanien fahren oder so. Das war meine Idee. Aber ich wusste halt ungefähr gar nichts von dem Land und man kann es ja auch nicht mit Mallorca oder so vergleichen, wo ich halt Urlaubsbilder von meinen Eltern und so gesehen habe. Auf jeden Fall war es halt echt beeindruckend, weil es so anders ist als hier. Und damit meine ich nicht nur die Landschaft, sondern generell so das Leben dort und das Essen, die Leute und generell irgendwie alles. Und deswegen war es echt cool. Ja, und ich muss sagen, auch wenn ich mich vorher bezüglich der Lost Places und sowas ein bisschen belesen hatte und was rausgesucht hatte, ich hätte ja auch diese Wüste rausgesucht. Und ich dachte halt so, das ist so ein kleines Fleckchen Land, was weiß ich, vielleicht so groß wie eine Stadt oder so, wie eine viel größere Stadt, diese Fläche. Und die ist halt so wüstenförmig, warum auch immer die da so ist. Und der Rest ist halt einfach so stinknormal. Wie bei uns, ne? So, ja, oder vielleicht ein bisschen mehr so wie jetzt im Schweizurlaub, dann Italien und dann. Stimmt. Wobei das Italien war so übelst die Mischung, so zwischen das, wie wir es kennen, so Deutschland und das... Und Palmen und sowas. Ja, genau. Ja, aber so habe ich mir das auch in Spanien vorgestellt, also den ganzen Rest. Aber da war ja gefühlt 90% so wüstig. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall war es sehr schön für uns alle drei, denke ich auch. Ich glaube, der Karl hatte auch ganz viel Spaß. Und wir kommen auf jeden Fall mal wieder. Jetzt nicht in... diesen und nächsten Jahr wahrscheinlich, weil es gibt noch genug andere Orte, die wir angucken wollen. Wir haben zwei Sachen ja schon geplant. Ja, genau, wir haben Oster mittellangen Urlaub und Sommer wieder einen normalen langen Urlaub schon geplant und in meinem Kopf ist auch schon eine Idee für Weihnachten. Das will ich jetzt. Sofern es da warm ist, Griechenland oder sowas, wenn es da über Weihnachten auch warm ist. Ja. Ich glaube, da ist nämlich alles, so wie in Spanien, bloß das alles nicht gelb und rot ist, sondern einfach nur weiß. Ja. Aber es ist auch nur so Klischee und dann ist es wieder ganz anders. Auf jeden Fall, mal sehen, ob das auch so wird. Genau. Dann hoffen wir, dass euch die Videoreihe gefallen hat. Wir haben noch nichts geschnitten. Ich kann es kaum abwarten. Auch wenn morgen... Die formatierten Sachen zu vermissen. Auch wenn morgen der Alltag wieder losgeht. Ich freue mich schon, dass ich morgen in einem dunklen Kämmerlein hocke und erstmal ungefähr den ganzen Tag Videomaterial anschaue oder sowas und den ganzen Urlaub nochmal durchlebe. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, es hat euch gefallen. Wir würden euch auch sehr gerne bei unseren nächsten Reisen mitnehmen und deswegen würden wir uns natürlich über Feedback freuen, ob wir bei den nächsten Reisen irgendwas videotechnisch anders machen können oder ob es genauso richtig ist und generell... Haben bestimmt mehr Drohnenmaterial? Ja, haben wir das schon überhaupt erzählt? Ich habe es erzählt, Schlafplatz bei den Anglern da gefilmt hat. Ach so, ja, auf jeden Fall ist uns ein bisschen Drohnenmaterial abhanden gekommen. Aber wir haben eine Idee, ein System, wie man das machen kann mit den SD-Karten und müssen einfach konsequenter sein, was so täglich oder zweitägliches Backup angeht. Also wir lernen aus unseren Fehlern
Und trotz alledem haben wir ganz viele tolle Erinnerungen gesammelt und deswegen ist auch nicht schlimm, dass das jetzt alles weg ist. Im Prinzip, wir können jederzeit, wenn wir ein bisschen mehr Zeit am Stück haben, wieder hinfahren und das neu filmen. Und da wir das Arbeit so schnell nicht machen, ist es auch nicht so schlimm. 81% der Zuschauer der letzten 30 Tage sind Zuschauer ohne Abo. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr das Video einfach nur so anguckt oder die Videos. Aber wenn ihr Bock habt auf mehr oder generell uns einfach ein bisschen unterstützen wollt oder unsere Reise ein bisschen oder unsere Reisen und generell die Reise unseres Lebens ein bisschen mehr verfolgen wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Da würden wir uns einfach drüber freuen. Und dann würde ich sagen, einfach wie sonst immer auch, bis zum nächsten Video. Mal sehen, was als nächstes kommt nach der Videoreihe. Mal sehen, wie viele Videos geworden sind, weil ihr seht es ja jetzt ganz am Ende. Und ich freue mich neugierig, die auf die Probe zu schauen, alle. Ich freue mich so auf das Video schneiden. Philipp darf gar nicht mehr Videos schneiden. Früher habe ich ihn immer dazu gezwungen. Ja. Aber mir macht es halt so viel Spaß. Und ich habe halt irgendwie zur Zeit ein bisschen weniger Zeit dazu als du. Ja, dir macht es bestimmt auch Spaß. Aber ich weiß nicht, ob dir das so viel Spaß macht wie mir. Nee, also dieses Standard nicht. Normale Videoschneiden. Ja, Philipp mag nur aufwendige Dinge. Ja, wo du so eine Stunde was machst und dann ungefähr so 3 Frames fertig hast. Hoffen wir, dass wir euch, beziehungsweise ihr uns weiterverfolgt. Also wir euch wiedersehen, aber wir sehen euch ja gerade nicht. Was für eine Abmoderation nochmal von vorne. wir hoffen, ihr schaut weiter gerne unsere Videos und dann Karl verabschiedet sich auch, sitzt im Schrank. Und dann bis zum nächsten Video.